Das spiele ich auf Arbeit bei mir mit meinen Kids. Ich arbeite in der Grundschule. So, ja, mit wie vielen Kindern spielst du denn etwa? Habe ich so in etwa eine Zahl gesagt, wie ich wirklich spiele. Hatte mir erstmal 15 Booster-Packs in die Hand gedrückt. Jo, läuft bei dir. Und von mir so, kannst du an deine Kids verteilen. Läuft. Alter, Omega Gandalf, ey. Platz da! Die Trophäe ist geil. Generell, ich habe keine Ahnung, was ich für Platin alles brauche, aber ich hab's vor auf jeden Fall. Wow. Nani, the fuck? Nani? Nani, eine Ente. Au! Die geben aber immer noch so diese komischen Geräusche von damals von sich. Aber sorry, seid mal ganz ehrlich. Die Diebe, die im Original eigentlich noch relativ knuffig aussehen, die sehen irgendwie aus wie ein, weiß auch nicht, ein Fan-Cosplay von dem Disturbed-Charakter. Spyros Wendekreis ist dafür zu beschissen. Das funktioniert so nicht. Ah doch, es geht. Es wird einem nur echt schwindelig dabei. Alter, sein Spyros Wendekreis ist echt weird. Fucking. Hey, jetzt. Mach doch jetzt! Alter, der Typ denkt sich auch nur so, get down with the sickness. Du Arsch! Tanz an hier! Spyro macht doch nicht Feuer, so wie er soll. Geht doch! So. He's down with a sickness. Perfect insanity und so. Brr. Ich guck mir das gerade von Otto nochmal an. Und wie hast du den Spaß zersägt? Wie der Master aufs Pflaster steht, da hat er wohl den Gast erlegt. Ach guck mal, Astrologe. Die AfD zerlegt. Vorstürmen, um eine Superladung zu beginnen. Superladung? Superladung? Na los, probier's aus. Das hohe Gericht zieht sich zu Besäufnis zurück. Ja, Mortis. Danke Angel, dass du mir alles gesendet hast davon jetzt. Komm, die sehen auch total bescheuert aus. Du siehst bescheuert aus. Selber. Alle sehen bescheuert aus. Aber immerhin haben sie noch dieses Sound von damals, das ist toll. Mäh. Weiter Sven. Dieses Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß, wo ich fliegen lernen kann. Ich hatte schon zwei Level, wo ich fliegen musste. Fliegen lernen. Verstanden. Nur mal so nebenbei. Ich musste schon rumflattern. Ach genau, hierfür brauchte ich das. Little Wizard. Sus. So schmoll. So schmoll. Oh, so am Schmollen. So schmonzen. So mutzen. So ein Batzen hier von Gott. Wofür braucht ihr nochmal den Blossel? Keine Ahnung. Wo brauche ich dafür? Das weiß ich noch. Wo war denn hier? Ei. Wow. Okay. Nope, da ist der sichere Tod. So Small Boy und so. Hat Alex nicht seine Gehilfen so genannt? Small Boy und Small Girl. Ach ja, stimmt ja.
Er mag es moll. Bei Keks ist es einfach nur, ne, Aldi Nord, Aldi Süd. Dwarlock Basement. Was ist mit meinem Gehilfen? Ja, nichts, alles gut. Seine Hilfen wurden gekauft. Die verkaufen wieder schön Sachen. Ist wieder, ich glaube, ihr habt wieder Schnitzel im Sonderangebot. Habt ihr auch hässliche Polunder? Ich glaube momentan nicht. Nein, die sind ausverkauft. Tut mir leid. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich hätte lieben gern so einen Weihnachtspulli. Aber so einen richtig hässlichen, mit glitschigen Motiven. Du, ich würde sowas tragen, bin ich ganz ehrlich. Ich hab so einen Weihnachtspulli, so einen hier mit einmal Before Christmas und einmal mit Rick and Morty. Ja, das ist ja noch cool, aber Pullis. Das ist keine Spende ohne diese Flagge. Jetzt, also nur jetzt nimmst du aber durch hier. So, Albenkerben. Krabbenfischen. Genau. Knabbenkopf. Ja. Barf. Nichts ohne Kappa. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Elko, bla. Ja, Elko, vielen Dank für die Bits. Auch dir, my dude. Sprengung incoming. Wieso? Oh, ja, gar keine Kappas. Ist ein Kappa dazu gekommen. So eine Kappa-Nuke. Na, aber Shadow? Yes? Denkst du, wir kriegen das hin, noch dann eine Webcam zu besorgen, dass die halt spätestens nächste Woche da ist? Easy. Gut. Weil ich hab mich überlegt, ob ich nächste Woche streamen soll. Ja. Le Gasp. Oh mein Gott! Du bist tot, Shadow. Ich weiß. Du bist bei mir. Ich hab den Fehler gemacht, ich hab auf den Chat geguckt. Alter. Hallöchen. Werte Arschgeige, ich gebe dir den Tipp, nimm mal einen anderen Namen. Einige Leute könnten davon sehr offended werden. So. Wieso? Er ist doch die Arschgeige. Ja, ich sag mir auch, es ist sein Name, er muss damit leben. Ich bin da nur. Ich behandle sowieso jeden einzeln, also von daher. Du kriegst eine Beefy, du kriegst eine Beefy. I hate everyone equally. Der Typ hat einen Snickers und gibt nichts ab. Den hasse ich besonders. Oh, Spyro, du hast doch keine Angst. Wie die Rapsobots mal bei uns mal meinten, mal auf der Comic-Con. Also mit denen halt auch das Thema mit den Autos gesprochen, mit dem Auto gesprochen haben. Die so, ja, wir gehen einfach allen gleich auf den Nerven, dass uns einfach jeder gleich hassen muss. Ja, eben. Das ist eigentlich an sich auch richtig, die Einstellung. Und die gehen wirklich jedem gleich auf die Nerven. Einfach jeden gleich hassen. Aber wenn du einen besonders hast, ist das dann Bevorzugung oder schon Diskriminierung? Beides. Oh. Eine Bevorzugung ist Diskriminierung. Ja, eben. Das gefällt mir. Das muss ich eintragen lassen als Begriff. Bevorzugte Diskriminierung. Wen diskriminieren Sie denn besonders bevorzugt? Wen diskriminieren Sie am meisten? Ich wollte es nochmal angemerkt haben. Also, ja. Angemerkt? Ja, mit dem Namen hier bei Arschgeige. Ich merke es halt gerne beim schon mal einfach mal an, deswegen. Ach ja, und falls ich es noch nicht hier erwähnt habe, das Auto lebt wieder. Es hat wieder Seitenspiegel. Auch wieder in Farben, wo nicht schrecklich sind? Ich weiß es noch nicht, müsste ich mal fragen. Ich weiß es nicht, ob die jetzt schon passend sind zum Auto oder ob die noch blau sind. Ist so geil, wie die hier rumstehen, ey. Stehen da so komplett stolz einfach nur rum. Steh stolz. Stolzen. Stolzen und dann holzen.
Danke! Was auf Köster fehlt, hattest du nicht das Kampf. Ah, das hab ich im Kopf. Das wirst du so schnell nicht los. Nougat, das ist eine Sache, da darf ich nicht genau drüber reden. Wir haben nur eine Vermutung. Wir haben keinen festen Beweis leider. Und über die Vermutung, da rede ich nur hier intern mit Confi. Weil, ja. Und falls es auch eure Verleugnung etc. Eben. Es war Hitlers Sohn. Albert? Moment, das heißt, Jake ist in Wirklichkeit Hitlers Enkel? Das hast du gesagt, aber das ist schön gesagt. Ich weiß. Es ist ja noch schlimmer, er ist ein Broken Condom Enkel. Es war in Wirklichkeit der Whisky-Mixer. Ja, du musst eine Menge Whisky in das haben, um so zu wichsen. Mixen. Ja. On the first day of Christmas, come get to me. Nani. A broken condom bastard named Jake. Fuck. Oh, Keks ist in Feierlaune. Nein, ich feiere einfach nur dieses Lied. Also eigentlich frage ich mich ja, warum habt ihr euch noch keinen Tannenbaum zugelegt für die nächste Convention, wo ihr nur Sonnenbrillen dranhängt? Ey, das wäre eine Idee. Der Wesker-Baum. Wir haben am Wochenende wieder eine Con. Ich meine, es wäre ganz einfach zu machen. Ein bisschen Lametta, ein paar Sonnenbrillen und dann Wesker mit dem Buch davor. Ich frage bei den Leuten, ich hoffe, die nachher mal. Wie plötzlich einen Tannenbaum habe ich? Ja, dann noch so ein paar Billo-Sonnenbrillen für 1 Euro aus dem Spielzeugladen. Dann interessiert es auch keinen, wenn eine kaputt geht. Wesker's Tannenbaum. Die Wesker Reunion. Familie Wesker lädt zum Essen ein. Heute gibt es Goppelmann. Am meisten haben alle Wochenende einen Wesker vor Ort. Der Spyros Wendekreis ist teilweise echt scheiße. Merry Christmas! Merry Christmas! I am busy melting. I am melting. Aber nee, wie gesagt, wir haben halt auf der Con dann jetzt am Wochenende, auf der Filmbörse, haben wir halt, da ist Olli halt wieder als Wesker unterwegs. Also passt doch, drück ein Weihnachtsbuch in die Hand, einen Stuhl davor und dann, Tannenbaum. Denk dran, die blauen Hühner haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Wir könnten mir einen Chris zum Verprügeln schenken. Da müssen wir unseren Chris mal anschreiben, den einen. Schön mit Handschellen und Gagball, damit er auch Spaß dran hat. Ihr wisst doch, was Wesker mag. Neben einem Jill Sandwich natürlich. Ja gut, das ist ja so das Leckerchen zwischendrin. Braucht ja halt nur einen Haufen Billigbrillen. Neben das Billigbier. Also für 1 Euro kriegst du ja schon. Unter dir ist Billigbier, links und rechts von mir ist Billigbier. Überall ist Billigbier. Haben sie auch Billigbier? Nein. Ich habe nur Billigbier. Ich bin echt kein Freund von dieser fucking Kamera gerade. Das ist Retro, das muss so. Ja, hör auf, das mit Retro zu betiteln, das ist Bullshit. Jeder andere tut das auch. Das Spiel Retro, ist vor einem Monat rausgekommen, das ist jetzt nicht mehr Retro. Das ist das Feeling, das sie haben wollen, sowas liebst du. Aber ich habe echt schon überlegt, ob ich nicht irgendwie meine Mom oder so frage, ob die noch so ein bisschen grün hat, also so ein bisschen Tannengrün, ob ich das nicht einfach haben kann dann fürs Dekon. Oben auf. Und dann, cool. Ich habe ja auch noch hier schwarze Christbaumkugeln. Schwarze Christbaumkugeln? Ja. Auf eine könnte ich echt so Chris schreiben. Oder du nimmst einfach ein paar und schreibst überall nur einzeln die Buchstaben drauf. Chris! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Ich muss mal gucken. Ich will den Scheiß echt wieder so machen. Ich müsste halt meine Leute fragen, ob die das mitmachen würden. Du musst nachfragen, ob sie bereit sind, Bullshit mitzumachen. Ja. Echt? Wirklich? Ja. Ja. Jetzt fantasierst du doch. Nicht immer.
hinten jetzt noch was. Very cool. Feyon, schreibt, dass du die Kamera auch auf aktiv stellen kannst. Ja, ich weiß, ich glaube, die auf aktiv. Muss mal gucken. Probier das gleich mal aus. Weil ich meine in Erinnerung zu haben, dass die auf aktiv nicht so schön war. Also probierst du mal aus. Ja, mach ich gleich mal, warte mal. Das ist ja egal, wie es aussieht, sie sollen ja nur funktionieren. Option, Kamera, passiv, aktiv. Irgendwie unverändert. Oder habe ich das jetzt. Nee. Einfach mal spielen ein bisschen. Es ist irgendwie unverändert. Es fühlt sich nicht anders an. Vielleicht kommt es nachher erst. Das ist manchmal so. Christmas Capcom gifted me two matches lying in the rocket gun, the best of name. Weißt du, als wir damals auf die Idee kamen, lass uns Keks mit Resident Evil infizieren, hast du erwartet, dass es so enden würde? Ich wollte eigentlich nur Vendetta gucken. Also. Sag mir mein Haupt. Eigentlich hat es nur da angefangen. Ich frage mich, was wäre passiert, hätten wir ihr stattdessen My Little Pony gezeigt. Oh Gott. Nein, danke. Sagen wir so, in einer Sicht bin ich euch ganz glücklich, weil dadurch habe ich halt Olli, Sophie, Jazz, Björn und so kennengelernt, alle. Ja, kein Ding. Total die netten, coolen Menschen. Mr. Schoschmann bringt Menschen zusammen. Ah, da funktioniert sein Konzept nicht bei sich. Ja, eben. Genau das ist das Problem. Es ist Gabe und Fluch gleichermaßen. Oh ja. Wie bei da mir. Da warst du doch rauf! Hm? Es ist. Du bist Shadow ist ja gerade runtergefallen, weil es ja verzögert. Wie gesagt, die Plattformen in dem Spiel sind echt manchmal ein bisschen wonky. Das würde mich gerade sagen, du warst eigentlich auf der Plattform drauf. Wie bist du da wieder runtergeflogen? Ich habe keine Ahnung. Es ist ganz merkwürdig hier manchmal. Was? Wann kommt eigentlich mal wieder? Nö, gar nicht. Das Spiel kommt nicht wieder. Because. Nö. Hä? Ach, Dalla! Wann kommt der? Hä? Den hat der gerade dahin gemacht. Ich war doch hier. Ach, egal. Gar nicht. Uganda. Da haben wir schon indirekt über dich kennengelernt. Ja, eben. Mein technisch gesehen haben Keks und Micha sich durch mich kennengelernt irgendwo. Hi. Und die heiraten nächstes Jahr. Also ich meine. Gott, ich bin echt beschissen in meinem Job. Voll ekelhaft, ne? Es ist eigentlich wie bei mir. Ich kann gut kochen, aber ich nehme davon nicht ab. Es ist ein Fluch und ein Segen gleichermaßen. Ja, schlimm, ne? Hm. Ich habe durch dich Caro kennengelernt. Ja, ich mache meinen Job echt merkwürdig, ne? Caro! Ja! Ich meine, ich bin echt merkwürdig, was meine Jobs angeht. Ey, durch habe ich meine beste Yaoi Kumpeline kennengelernt, Caro. Ja, kannst du mal sehen. Ja, ah, Sexfuck-Bakti. Ja. Ich weiß nicht, was soll mit dir sein? Ich bin eben toll, ich mach meinen Job halt eben scheiße. Ich bring Leute zusammen, nur mich nicht. Ja, jetzt brauchst du einen, der dich zusammenbringt. Ich bin irgendwie wie so ein Magnet, der zweimal denselben Pol hat. Wie hieß nochmal dieser eine Film von Will Smith? Date Doctor? Hatte er nicht dieselbe Misere? Er ist gut in seinem Job, aber ist zu blöd, selber was zu finden. War der Film nicht mega scheiße? Ja, das mal abgesehen. Oh nee, das ist das Level. Oh ja, die sind unzerstörbar. Fuck. Oh, stimmt. Da muss ich mit dem Turbo durch, weil ich sonst die Dinge eigentlich kaputt kriege. Mit dem Turbo-Hobler? Oh, geh doch weg, du Vieh! Du Ekelette. Hässlette. Ja, geh weg, ich.
Spinnen sind eklig. Vor allem, wenn sie unsterblich sind. Also nahezu unsterblich. Weil, wenn ich jetzt gerade so mit den Spinnen sehe, ich denke mir gerade so, ich will nicht wissen, wie eklig die Spinnen in Resident 2 Remake aussehen werden. Oh, ich hoffe, sie bringen wirklich so diese Konzeptmonster rein. Die hatten da damals so einen schönen Hybriden. Mein Spider, oh. Da, nee. Ich habe ja schon ein bisschen, wir haben hier was angeguckt, alles. Und oh, shit. Das ist echt nicht gerade. Ah. Alter, ich bin ein Super Saiyajin Spyro. Ich merke schon. Ultra Instinct. Bam, es gibt bestimmt Leute, die sich hierzu einhobeln. Ich will es gar nicht wissen. Wow. Ich meine, es ist eine Fee, also. Da könnt ihr jetzt denken, was ihr wollt. Ich weiß, manche Leute tun es. Fuck. Ja, genau, Andrew. Schöne Effekte eigentlich. Ja, die Effekte sind echt nice. Generell, das gesamte Spiel sieht an sich voll nice aus. Und wie gesagt, also, das ist mein einziges Mängel, was ich bislang habe. Ja, wie gesagt, manchmal die Plattformen sind ein bisschen wonky. Ein bisschen schwierig zu steuern manchmal. Man muss jetzt mal gucken, dass ich mit dem Feuer. Du Fickvieh. Geh mir doch aus dem Weg. Fee Lalafell. Geh mir weg mit diesen Kreaturen. Eine Lala-Fee. Halt dein Maul. Naja, aber du kannst Feen essen. Oh Mann! So fucking schnell, die Biester. Ja, wo ist denn das Ding jetzt? Was habe ich gegen Lalafels? Was hat, kann man nicht gegen Lalafels haben? Kettensäge, eine Schrotflinte, ein Gewehr. So viele Lalafels musste ich kennenlernen, wo einfach nur entweder böse oder totale Arschlöcher sind. Oder beides. Ja, oder beides. Ich hasse Lalafels. Jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Quest kriege, die absolut scheiße ist, kommt sie von einem Lalafell. Ich meine, ich habe so das Gefühl, ich bin der Einzige, der dieses Bild irgendwie sieht. Naja, also in der Basisstory von Final Fantasy XIV zwei grundlegende Dinge. A, es ist Lalafell oder B, es ist dunkelhäutig. Es ist immer das Zeichen dafür, der ist so böse. Es ist leider so, wirklich. Du erkennst immer auf Anhieb, der ist böse. Keks, bestätige mich. Ja. Kräftigen Fuß mit Stahlkappen. Basically ja. Ich hasse Lalafels. Jedes Mal, alles was irgendwie schlecht ist, hängt mit Lalafels zusammen. Es gibt nur eine Handvoll Lalafels, wo ich tatsächlich akzeptiere. Und das ist einmal die Tante, die hier Uldar beherrscht, sag ich mal. Oh, die Sultana ist pure. Die Sultana ist pure. Allein die eine Katzin, die sie mit Raubahn hatte, die war so fucking adorable. Wie soll man das hier schaffen? What the fuck? Ich meine, Raubahns persönlicher Papagei, wie kann man den nicht mögen? Raubahns persönlicher Papagei. Ach komm, so wie die als bei ihm drauf hockt. Morg! Sultana ja, wegen Keks? Sultana wegen Keks. Die kriegt ja dann halt luxuriösen mit Rubinen. Die nerven mich echt, wenn ich groß und stark bin. Bleibt dabei, ich find's immer noch schade, dass bei der Gamescom der Raubahn mit der Nanamo nicht auf die Bühne gekommen ist. Aber hey, ein T-Shirt mit Icons, das ist fair. Allein die Superladung macht mich unbesiegbar. Ich bin nur gerade davon gestorben. Nur mal so nebenbei. Also, naja, unbesiegbar ist nicht unsterblich. Doch. Nein. Unbesiegbar, das heißt, du kannst nicht besiegt werden. Ja, aber du kannst sterben. So, warte mal, ich glaube, ich muss... Geht das überhaupt? Ich probiere das jetzt mal. Ja, genau so war das.
Arachnophobie, sehr schön. Ich geh jetzt erstmal hier lang und guck, wo das hinführt. Arachnophobie, von Widows Kotzen kriegen, finde ich gut. Das ist eine tolle Krankheit. Ja, das kriegen wir schon so hin. Nur, dass meine Widow tatsächlich langsam richtig annehmbar wird. Ist ja ekelhaft. Ja. Nicht wahr? So bist du diese eine zahme Haus daran, diese 2% Widow, die man halten kann. Boah, ich bin einmal, ich weiß nicht, wie ich darauf geraten bin, aber auf einmal hat mir YouTube nur noch so Videos von einem Typen empfohlen, der seine Taranteln füttert. Oh, der Typ, den habe ich auch schon mal angeguckt. Der ist eigentlich recht lustig. Ja, der irgendwie so eine Haustarante, wo so eine absolute Ho ist. Oh, das sind alle ziemlich bitchig. Vor allem, wenn er nochmal diese Wassernäpfe nachtankt. Ja, die zicken rum, die Viecher. Ja eben, Alter, der hat eigentlich nur eine Pinzette. Ich würde nicht mal mit einer Pinzette an die Dinger rangehen. Davon mal abgesehen. Weißt du? Höchstens mit einer Kneifzange auf 3 Kilometer Entfernung. Oder mit einem großen Presslufthammer. Geschweige denn solche Viecher irgendwie füttern oder pflegen. Oder ihnen Namen geben. In Existenzberechtigung geben. Springen und gleiten, das wäre ja scheiße, würdest du ihre Existenz nicht anerkennen. Dich gibt's gar nicht. Oh mein Gott, es ist in meinem Gesicht. Was denn? Nichts. Kennst du den Ancanada-Channel? Nee, das sagt mir jetzt gar nicht. Das sagt mir mal gar nicht. Ja, sag mal. Wieso kannst du das nicht? Ich weiß auch nicht, Mensch. Kann ich dir auch nicht sagen, Mensch. Ja, manchmal geht die Framerate aber ein bisschen in den Keller und ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem Grabber liegt oder an meinem, also an meiner TV-Karte oder an sonst was. Sprengstoff. Sieht schon echt schön aus, das Spiel. Also das muss man ja echt zugeben. Sieht echt geil aus. Ah ja, warte mal. Schaffe ich das? Ja, das schaffe ich so. Ne. Oh, Illumina. Wiener Bürstchen. Hey, Illuminato. Das auch. Da, vor allem, offenbar haben sie daran gedacht, weil manchmal macht Spyro halt, dass er denn so an Ecken und Kanten da sich hoch so bübbelt. Los Illuminados, da. Aber irgendwie haben sie das nicht bei jeder Kante gemacht, sondern nur bei manchen. Sein Wendekreis ist echt ein bisschen bescheiden. Wie fährt sich denn so ein Drache? Wie ein Audi? Ja, schlimmer. So ein Audi wäre ja noch was Schönes. Also mehr so ein Twingo. Ich weiß auch nicht. Mehr ein LKW mit ein paar kaputten Rädern. Hey, Larex. Ah, also wie jedes Fahrzeug, das du mal eine Woche in den Griffeln hattest. Ey. Okay, Tage. Gut. Stunden. Jetzt müssen wir leiden. Minuten. Oh, da ist eine Klippe. Mal gucken, was passiert. Nee, aber ohne Witz. Also, nur mal als Beispiel. Sein Wendekreis ist manchmal echt ein bisschen krass. Also, schwierig, sagen wir es mal so. Wie komme ich jetzt hier lebend wieder weg? Ich will kein Leben verschwenden dafür. Gibt's irgendwo... Weg irgendwo. Ich weiß auch nicht. Eine Auswahl, welchen Teil du spielen wolltest? Ja, zu Anfang. Ganz zu Anfang hast du ein Startmenü, wo du dir aussuchen kannst, welches du spielen willst. Ja gut. Ich wollte gerade sagen, bringt ihr mich jetzt um? Genau, ich muss. Was muss ich jetzt genau damit machen? Warte mal. Damit darüber? Ich habe jetzt nur gerade gar keine Ahnung, womit ich damit hin soll. Darüber, glaube ich. Aber ich muss dafür erstmal Schwung aufnehmen. Das heißt, ich muss irgendwie eine Runde drehen. Oder auch nicht.
Wer braucht schon Schwung, richtig? Du? Schwung ist für Loser. Okay, war mal das hier, war das. Soll ich einfach nur... Achso, ich werde immer von euch gerettet? Na, das ist ja freundlich von euch. Halt eine Sache, wo ich gelesen habe, wo sich zu Anfang Leute beschwert haben, dass du angeblich, also es gab zu Anfang einen Mega-Download bei dem Spiel und das ist angeblich, weil auf der CD nur Spyro 1 drauf ist und nicht ja, die anderen Teile. Und dass die anderen Teile dann halt Downloads sind, aber ich habe damit jetzt ehrlich gesagt kein großes Problem. Es könnte schlimmer sein. Mache ich 100%, bet your ass I am. Aber natürlich, ich muss nur halt schauen. Ist halt ein bisschen her, ne? It's been a long, long time. It's been a long time. Wo fehlt mir jetzt noch was? Muss ich erstmal tatsächlich schauen. Jetzt will ich mal wieder wissen, was mir fehlt. Kommen wir denn da hin? Ja, also es wird auch demnächst jetzt erstmal nichts anderes gestreamt, außer Spyro, bis wir die Trilogie halt durch haben. Weil ich sehe nicht ein, warum nicht, ne? Aha! Das war nicht wie Treetops hier, das weiß ich noch. Nachher mit Treetops wird das ein bisschen tricky. Das ist hier alles. Nee, natürlich nur ein Fünfer. War ja mal wieder klar. Jetzt fehlen mir fünf Dings. Und die liegen hier einfach. Level abgeschlossen. Ich gehe trotzdem den normalen Weg, ja? Also ich gehe trotzdem durch das Portal, weil irgendwie... Ich habe das Gefühl, das Spiel ist manchmal ein bisschen groggy. Ich meine, es hat ja eine Boss-Tür nicht geöffnet, weil wir immer durch das Menü rausgegangen sind. Also von daher gönnen wir uns diese 2 Minuten mal mehr und machen so einen Abgang. Kennst du die alten Cheatcodes? Es gab Cheatcodes? Wofür? Ursprünglich ist das Spiel jetzt nur wieder nicht gewesen. Oder ist das so ein Level-Großkopf-Cheat? So nach dem Motto. So hat es immer ganz funky. Auf einmal kannst du richtig fliegen. Was? Es gibt nicht nur Fluglevel. Go fuck yourself. Paff. Christopher, ist das jetzt wieder ein nächstes Fluglevel? Ich glaube ja. Großkopf und ähnliches. Oh ne, brauche ich nicht. Ist es eigentlich Cheaten, wenn du Ingame Cheats hast? Hatten wir die Diskussion nicht schon mal? Man hat mich irgendwie mal bei Resident Evil 4 des Cheatens beschuldigt, weil ich mir diesen Munitions... was auch immer das zunutze mache, womit du halt bei einem Händler ein volles Magazin kriegst, wenn du den Scheiß, wenn du hier ein Upgrade kaufst. So ist das Spielmechanik Ende. Habe ich auch immer gesagt, aber man hat mir immer gesagt, ich cheate. Naja, gut, du bist ja auch ein dreckiger Moira-Main. Alter, was? Du bist voll low mit deiner Reichweite. Haben wir doch gestern kennengelernt. Oh ja, stimmt, ich bin voll der Low. Hm. Du bist hier nur auf dem Rang, weil du dich hochgesackt hast. Ja, eben. Gesackt, Moira-Main. Witzig. Pinnacle of Comedy. Fucking. Ich glaube, ich mache hier gerade die Route, die so nicht schaffbar ist für mich. Einfach weil das vom... Ich habe hier gerade keine vernünftige Route. Oh, oder? Na doch. Na doch, ich glaube, wir haben jetzt so langsam eine Route. Dann gibt es die Route. Was? Route? Macht gut Comics. Ja, doch.
Flugzeug. Und Ballon. Was hab ich? Wo schaffe ich das? Eventuell, wenn ich jetzt nicht abschmatz. Oh ne, komm. Und er schmatzte. Ganz arg. Oh ne, wo ist das Flugzeug? Oh ne, komm. Ein fucking Flugzeug hat gefehlt. Oh ne, am Fuß. Weißt du was, ich mache jetzt das mal. Ich fange jetzt mal so an. Geht es dem Ganzen mal so nach, wie das gedacht ist. Boah, die Ringe sehen auch nice aus. Das gesamte Spiel sieht einfach nur fucking nice aus. Also, Alter, das ist Remaster, wie es sein sollte. Zumindest vom Aussehen her. Vom Gameplay her, wie gesagt, es gibt so ein, zwei Kniffe, wo man vielleicht ausbessern müsste. Das Schlimme ist, wir sind auch noch nicht mal in den Spielen, wo es richtig tricky wurde. Ich sollte mich auf einen konzentrieren und nicht immer auf 10 Sachen. Wenn das von irgendjemand hier solche freigeschalten werden müssen. Okay, aber das war einfach nur gut. Also, sorry, also. Das ist, ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt. Oh ne, jetzt fehlt mir wieder ein Flieger. Nee, komm. Jetzt so mal ganz abstrakt. Ja, wir haben gut Zeit jetzt. Aber trotzdem, am Ende ist es dieses eine Flugzeug. Das ist nachher irgendwo. Da ist es. Ne, da ist es. Oh, nice. Dich hole ich jetzt ab. Da ist das letzte Tor. Jetzt brauchen wir nur noch die Truhen. Die müssten hier sein, genau. Alter, ich glaube, das ist doch mal nice. Yes. Ich will nicht sagen easy, aber so haben wir es ein bisschen easy. E-Zone. Dass man im Ladebildschirm auch so fliegen kann, das ist irgendwie süß. Hui. Shizu. Ja gut, so kann man das natürlich, wenn man das so sieht. Was sind wir eigentlich? Wir haben fast 50%. Ja, Mensch. Alter. Nach einem Stream fast schon 50% hier? Das läuft doch. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt das Offensichtlichste und der Rest ist dann Fummelscheiß. Nö, eigentlich nicht. Nee, eigentlich echt nicht, aber später die Level werden ein bisschen tricky, also nicht mal tricky im Sinne von suchen, also wäre ein bisschen schwerer. Der Anspruch wächst. So kann man das sagen, ja. Es ist nicht mehr so eine Pappscheiße. Pappscheiß. Boah, scheiße, er setzt Pandagar ein. Nice Hitbox! What the fuck? Max Range Keule. Ich wurde einfach auf maximaler Reichweite gekeult. Hat auch Pandagar. Alter, er hier, ne? Alter, er ist ESL-Spieler. Ich merke schon. Dordele. Alter, mit der Max-Range-Keule. Du auch, ne? Scheiß Camper. I will translate and calculate your... Boah, Alter!
kann aber nichts sehen. Hit him with an anchor. Das auch. Nee, endlich ist das Paket, was ich meiner Freundin Sky gesendet habe, aus New York raus. Willkommen in den Zauberwelt. Hast du auch dran gedacht, ein Verlängerungskabel zu drapieren? Nee, das habe ich leider nicht hinbekommen, aber ich habe Tee drapiert. Eigentlich nicht. Aber es macht keinen Spaß, wenn da nicht irgendwo beim Durchleuchten Bomb Inside steht. No. So. Vor allem, hast du gerade gesagt, Bomb Inside? Das kannst du jetzt verstehen, wie du möchtest. Intel Inside? Das Level nämlich. Da müssen wir jetzt eine Menge Zeug fahren. Ja, da habe ich mich noch erinnert. Oh, stimmt. Und hier ist auch so ein Eier-Arschloch. Okay, und tschüss, der ist tot. Eierjagd. Ich krieg hier Silbertrophäen und alles hinterhergeworfen, als wäre es nichts Gutes. Ich tue ja gerade so, als ob das was Schlechtes wäre. Oh, schaff ja. Das. Ja, danke. Ja, läuft! Der Typ hat doch an! Er hatte doch an. Scheint zwar Spiel hackt. Mhm. Alter, ich finde diese Designs von den Drachen total cool. Die wollen alle Eisgar einsetzen, ey. Ach, guck mal. Hier brauche ich das noch. Hier brauche ich nochmal Turbo für. Noch mehr? Oh ja, da brauche ich auch noch Turbo. Okay, das muss ich aber wiederum sagen. Der Turbo ist hier in dem Spiel um einiges leichter gehalten. Also leichter im Sinne von, man kann es tatsächlich mal kontrollieren. Und... Hoi! Ponk! Jetzt hätten sie das Ganze noch mit einem festen Spruch unterlegen müssen. Sowas wie Lichtgeschwindigkeit! Ja, nee. Bitte nicht. Bitte nicht. Nicht. So. Aber stell dir noch vor, wie glücklich er wäre, während du durch die Lüfte furzt. Nein. Es gibt verschiedene Formen von Nein und du kriegst alle. Also Nein, Nein, Nein und der Mann, der von der Klippe fiel. Nein. Ja, und noch mehr Neins, genau. Ah. So, jetzt muss ich mal gucken. Muss ich irgendwie Spyros Panzerarsch irgendwie... Hier, nee, das ist ein Problem jetzt. Das ist ein Problem. Achso, warte mal, war meist nur so schwierig. Ich kann doch von der Seite, ist doch viel leichter. Ich kann doch von hier. Aha. Kannst du gar nicht. Da war Sparks wieder faul. Okay. Ja, irgendwie, oftmals muss man in dem Spiel auch noch gegen Sparks Faulheit kämpfen. Weil er manchmal einfach die scheiß Kristalle nicht mitnimmt. Er ist halt nicht motiviert. Ich glaube, er ist unterbezahlt. Er ist halt ein Praktikant. Ein Sparky-Kant. Alle Eier gefunden. Echt, es gibt im gesamten Spiel keine Eier mehr? Meine Güte, dann müssen wir ja daraus halt das beste Omelette machen, was wir machen können, ne? Artverwandte. So ein richtiges Atom-Omelett. Und spicy. Spicy. Hör zu, Spyro. Nahe beim Wasserfall in der Heimat der Artisanen gibt es einen geheimen Ort. Spring dort mal auf die Steine. Hab ich doch schon. Heimat der Artisanen? Wasserfall? Klingt gut. Hab ich doch schon, du Noob-Lord. Hab ich doch schon. Du Boon. So, jetzt müssen wir nur gucken, was fehlt mir jetzt an
Boon hat er gesagt. Boon hat er gesagt. Oh, Tiffy. Oh, Tiffy. Kokain will der. Kokain will der. Stimmt, hier fehlt noch. Ach ja, genau. Komm ich da. Nope. Dummer Fehler. Dummer Fehler. Muss ich da mit. Muss da wahrscheinlich mit Turbo hin. Richtig? Höchstwahrscheinlich. Warte mal. Müsste hier. Denn von. Schafft. Soll man das schaffen? Na, dann mal gucken. Muss ja irgendwie. Da müssen wir auch noch Zeug. Na, dann mal gucken. Also, so. Ja, geil. Man hätte das Level aber auch mal ein bisschen runter machen können, ne? Also, nö, ich meine ja nur. So eckig und kantig. So. Hier muss ich irgendwie eine Kurve kriegen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oder geht das simpler? Nee, wahrscheinlich nicht. Da muss echt, da muss Turbo. Viel Fun beim Lösen, oh ja. So, einmal so, einmal so. Fuck! Soll man das so machen? Ich hoffe doch mal. Sonst verballere ich hier eine Menge Leben gleich. Anders wüsste ich jetzt nicht. Da, warte mal. Ja, da, guck mal, da haben wir es. Oh, fuck. Wir brauchen noch mehr Turbo. We need even more speed. We need to go even further beyond. We must go, go deeper. Genau. And this is how to go even further beyond! Er dreht wieder durch. Nee, das könnt ihr mir nicht sagen, dass das funktionieren soll. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen? Warte mal. Nutz deine Vorstellungskraft, sei kreativ. We need more speed! Dinge, die bei Shadow immer funktionieren. Sei kreativ. Noch weiter zurück? Ich meine, das Level ist danach aufgebaut. Oh, leck mich doch am Mors. Sparks, du faules Stück Scheiße. Sammle jetzt diese dummen Edelsteine auf. Meine Güte. Nee. Nee. Schaf hier auf dem Dach. Was machst du ohne Schaf auf dem Dach? Hm. Guter Punkt. So ein gutes Schaf ist immer gut. Ja, aber so ein gutes Schaf auf dem Dach, wo auf dem Dach, wo tatsächlich Gras ist aus irgendeinem Grund. Wo ist das Problem? Was weiß ich? Meine Güte, wie weit geht denn das hier noch? Oh, hoppa, hoppa! Ja, super, jetzt habe ich, lass mich raten, den einen Typen vergessen. Ja, ihn hier. Den da habe ich vergessen. Warte mal gucken. Wenn wir nochmal zurück. Gehen dann nochmal hoch und gucken, wo das jetzt genau wäre.
muss ja irgendwo hier sein. Das Haus. Das Lamm. Furz. Ja, nee. Das kannst du dir abschmecken, Sparks. Okay. Sparks hat jetzt komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Er ist in irgendein eigener Meister. Wahrscheinlich, ja. Hat er schon versucht, ihn mit einer Kettensäge abzuschlachten? Ich weiß nicht. Er rastet gerade konstant immer aus. Ja, ein gutes Anzeichen. Oh, Faith, ja. Muss wohl, ne? Aber ich glaube nicht von hier. Vielleicht reicht das? Nope, definitiv nicht, aber ich weiß, was ich machen muss. Mein Lappen of Faith. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich tun muss. So ein Lappen. So ein Lappen. Ein Lappen des Glaubens. Da fällt man auch noch glatt vom Lappen ab. Der Laps aus der Apokalypse. Und wie der Lappen aufs Pflaster schlägt. Und wie der Lachs den Kast zersägt. Das auch. Den Lachs hätte ich gern mal gesehen. Schwamm. Sparks frisst aber auch echt alles, ne? Scheißegal, dass er Full Health ist. Der frisst trotzdem. Der futtert trotzdem. He will never stop. Er frisst und frisst und frisst. Aha. Ich will dein Geld. Und ich hab alles. Level abgeschlossen. Also man denkt immer, es ist komplizierter, als es eigentlich ist. Aber ist es das gar nicht. Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Doch. Doch. Du stellst dich einfach nur an wie ein Kackbuhn. Selber Kackbuhn. Du spielst mit einem schwulen pinken Drachen. Das ist pink, du Dipshit. Oh, er ist royal lila. Oh. Ja, kannst mal sehen. Ja. Oh ja, es ist so anders, so männlich. So barf. So bello. La bello. So, jetzt ist die Frage. Wow. Ach da. Ich habe gerade gedacht, der heißt Wirbelfield. Der wirbelt halt viel. Da kommt gar nicht. Ja, eben, Spyro ist nicht schwul, er hat sogar eine Freundin. Selbst dieser Drache kriegt eine Freundin. Ja, der hat eine Freundin, mit der er durch die Lüfte segelt. Also im ersten Und Teil wollte sie ihn noch umbringen. Klingt eher nach einer Ehefrau. Wandaga. Hey, die benutzen aber auch zu gern Wandaga, ne? Yes. Guten Abend alle zusammen. Hey, Irpenspell. Irpendirp. Irpenspell. Ja, schon irgendwo putzig, ne? Aber generell, die Gegner-Designs sind ja einfach diese nice. Muss man ja jetzt, ne? Ach, der Duden. Ja, schon Vivi. Verdammt geiler Boss. Hallo. Hey, Vivi. Guxanado ist schon Vivi. Yes. Ja, mei. Wow. Ha, Vivi. Hm? Nix. Nix. Weggerotzt den Boy.
shit, Alter, hier. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du hast die Alte und Ahnung, wie lange ich im Kristall gesteckt habe. Und ich auch nicht. Wer bist du nochmal? Ich bin dann mal weg. Okay, bis dann mal weg. Viel Spaß noch. Gut. Alle im Chat rasten aus. Hi, Leute. Seht ihr, nur wir haben Vivi live in der Schalte. Wir sind auch Fame. Ja, eben. Jetzt fang mich wieder damit an. One day, Mr. Fox. Was one day? Oh, Kampfansage, sie wird aggressiv. Was? Hey, was one day? Ich hab doch nur gefragt. Das war nicht mal aggressiv, ich hab mir schon gesagt. Was für deine Verständnisse war das Hulk-Level. Ich hab doch. Hä? Manu! Nach dem Verhältnis, nach dem Motto, was sagst du, ist okay! Why are you running? I will spit on you. Das war easy level. Die Boss-Level sind immer noch so piss einfach, ey. Draghi, es ist alles in Ordnung, ganz ruhig. Ich war nur gerade etwas verwirrt. Das ist das Einzige. Wir sagen nur halt immer, Vivi ist more fame als wir alle zusammen. Obwohl das überhaupt nicht stimmt. Easy peasy, easy slammons. So, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon? 52% sogar schon. Danke, dass du so viele Dracheneier. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacher-Welt möchtest, du dorthin. Monstermacher? Sie haben hier echt sämtliche Sachen eingedeutscht, ne? Monster? Ja, ohne Witz, sie haben echt alles in diesem Spiel eingedeutscht. Im Original haben sie halt die Level und die Welten noch quasi in Englisch gelassen. Da hieß denn das Level Treetops oder Monster Maker? Hieß es Monster Maker? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hatten die alle so englische Namen. Funwender, moin moin. Aber es ist auch ein goldener Funwender. Oder hieß es Beastmakers? Irgend sowas. Auf jeden Fall, ab hier werden die Level jetzt ein bisschen mehr fancy. Und was? Es sieht nicht so dunkel und böse aus wie damals. Wobei, Alter, der Sumpf sieht mal nice aus. Vivi ist Warframe, was? Warfstash? Das auch. Naja, der Schnurrbart, den müssen wir vielleicht umfärben bei dir. In verschiedene Farben. Pink ist, glaube ich, nicht so ihre Wahlfarbe. Blau vielleicht. Blau. Blau. Ein blauer Schnäuzer. Doch, so sehe ich Vivi. Okay. Beastmaker, genau. Beastmaker Esel. Das Sumpf, nicht der Sumpf, ist das Sumpf. Nasty Nog macht uns Kennst du nicht das Sumpf? Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Welten gab es nochmal. Also ich weiß, es gab die letzte, wo nur zwei Level hatte und dann den Final Boss. Sonst gab es fünf Welten? Ich weiß das gerade selber nicht mehr. I don't know, no way. Sparks ist ein faules Arsch. Vielleicht weiß Sparks auch nur den Way. Nee, Sparks knows the way für Edelsteine. Also ja, Sparks knows the way. Nebliger Sumpf. Ich will eigentlich nur ein Level richtig hinter mich bringen und das ist hier Treetops. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht und habe keine Ahnung, wie man es macht. Daddy, das sind doch bürgerliche Kategorien. Spyro, schön dich zu sehen. Was bist du für ein Hippie? Los. So, schon mal alle Dragons.
Dwagon. Dwagons? So much Dwagon. Ach, guck mal. Wildnisflug. Ach komm, dann können wir das, wenn wir hier sind, können wir direkt mal das Fluglevel erledigen. Jetzt haben wir hier nur eine ungerade Zahl. Das macht mich krank. Das macht mich krank. Es ist so krank. Ich meine, es gab es 5 Level, 5 Welten, ich weiß es nicht mehr. Ihr seid doch immer so schlau, warum wisst ihr das denn jetzt nicht? I don't. Meine Ausrede ist einfach, weil wir gingen immer am Arsch vorbei. The fuck. Instant 1000 D-Abos. Du hast ja gar nichts mehr. Ich weiß. Wow. Der Crash Bandicoot war mir auch total scheißegal. So, bin wieder da. Und Rancho Tui. Baby. Ich verstehe das Level hier nicht. Ach shit. Crash-Landung. Okay, das könnte ein bisschen, das könnte funky werden. Warum? Ich erinnere mich an das Level. Mach, ich mochte es nicht. Ach komm, fuck it. Wofür ist die Dropbox reingeworfen worden in die Konf? Ach nee, das war. Okay, okay. Zum Drop. Falscher Ordner. Gut. Gute Witz, Hannibal. Ich hab 6. Okay, das heißt, wir sind jetzt in der vierten Patch. Ich werde mal alles einstellen, damit Stream kommen. Keks wird Fame. Ja, das ist aber Stream. Scheiße. Ich den Ausgang hier nicht. Doch, hier. Ja. Oh Gott. Nee, jetzt fahre ich wieder... Hä? Ich fahre ja nicht mal, ich fliege. Also. Ich fliege! Oh fuck, ich konnte nicht mehr hochziehen. Luke, zieh hoch, ich kann nicht mehr. Das ist aus Pappe. Ich muss auf jeden Fall die ganzen Kisten hier machen. Und ein paar Flieger. Am besten nicht immer mit den Fliegen. Ach, natürlich. Kommt der? Ja. Scheiße, der war doch hier gerade. Ach Mann. Gut, ich schwob gerade in der Luft. Er schwobte. Ich schwobte. Ich bin geschwabt. Du hast geschwobt. Bin ich gefliegt? Nein, bist geschwommt. Hm, was denn? Du wirst geschwommt haben. Nee, das... Geswarmt. Ich bleib hier mal... So. So, nein! Warum ist denn der so tief, der Arsch? Och. Einer muss ja der Arsch sein. Ja, ich merk schon. Fuck. Mach das jetzt mal so. Ich flieg hier jetzt mal den Scheiß schon ab.
Sehr schön. Na komm, komm, komm. Okay, jetzt kann ich hier schon wieder raus. Nice. Okay, wenn ich das so mache, ist das gut. Das ist... Double kill. So möchte ich das doch haben. Ich glaube, ich habe jetzt... glaube, ich habe raus, wie es sein soll. Oh, shit, yes. Oh, easy. Oh, wow. Le easy. 58 Sekunden. Nicer shit. World Record. Nee, wahrscheinlich nicht. Sekunde, gleich wieder da. Jojo. Der war World Record. World Record. Mhm, bestimmt nö. Jetzt stellt sie ja raus, am Ende war es wirklich ein Weltrekord. Und ich sitze hier so casually. Hm. I just did a thing. Was ist der Geheimnis ihres Erfolgs? Erfolg? Erfolg.png? Jede Menge Mikoten-Porn. Angel, dein Einsatz. Wenn er mir jetzt schreiben würde, würde ich auf jeden Fall nicht draufklicken. Auf Discord, weil dann könnte man es sehen tatsächlich. Ah. Das heißt, er könnte dir Zeug schicken und es würde dir unter den Nägeln brennen, es doch anzugucken. Nein, es würde mich nicht unter den Nägeln brennen, weil ich genau weiß, dass ich dann meinen Kanal verliere. Was denn? Ich habe gehört, es gibt ganz viele neue Toro-Bilder. Nein, hol, damit kriegst du mich nicht. Ich nicht, Angel schon. Sie ist bewusst, dass das meiste, was Toru angeht, das ich sowieso schon habe, ne? Deswegen sagte ich auch neue! Ja, selbst die habe ich schon. Angel findet immer welche. Das ist das Schlimme, ja. Der Typ findet echt guten Stuff. Ja, ich habe ja auch schon Stuff von dir bekommen. Dieses gut. Wieso kriegst du Stuff von ihm? Yowies? Ach ja. Was? This is weird. This is escalated. Ich weiß, wir reden schon außerhalb des Spiels. Ja, eben. Man versteht sich halt. Wubba dubba dub dub. Bob bob. Ja, ma ja, ja, yippie, yippie, yay. Absolut pure Brofist. Ja. Du. Ach, da habe ich welche übersehen. Yippie, ja, ja, yippie, 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 ja, ja, yippie, 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 yippie. Ich mag die YouTube-Poop-Version davon sowieso mehr. Yippie, 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 yippie. Vielleicht. Yep, 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 yep. Ach, ich mochte die Aliens. Die hätten man ja einen eigenen Film verdient. Ja, aber was hättest du da machen sollen? Auch so eine Minion-Scheiße oder was? Ich meine, die Texte waren schon genial. Die ganze Zeit nur. Yep, 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 yep. Ja, Text. Merkst du selber, ne? Oh, da kommt die Sau! Secret-Schwein! Alter, ich wurde von der Secret-Sau umgerannt und ermordet. Mein Aura sind auch okay. Kann auch verdammt cute sein. Solange es kein Lalafell ist, ist alles gut.
Das läuft ja dann, glaube ich, schon in der Kinderpornografie. Mein Lalafels sind doch eigentlich ausgewachsen. Zwerge. Zwerge, ja, aber an sich volljährig, technisch gesehen. Sofern sie die Jahre haben. Deswegen fühlt es sich trotzdem nicht richtig an. Erzähl mir nichts anderes. Wir verstehen. Wo ist Andy, wenn es um sowas geht? Oh ne, Hochlanddorf ist es das? Hochland. Gibt es Rogadünporn? Will ich das wissen? Nein, ich will das gar nicht wissen. Also She-Hulk-Porn? Basically, ne? Meiner Sicht ist es nur ein großer, beefiger Mensch. Also Zaya nur mit Titten. So in etwa. Weniger stämmig. Ne, das ist nicht das. Au. Ich will die Keule. Okay, ne, es ist nicht das Level, wo ich befürchtet hatte. Das ist gut. Aber trotzdem ein großes Level gewesen, wenn ich mich nicht irre. Kipp rum. Kaputt. Wie die Gegner auch aussehen, ey. Voll cool. Ey. Das ist voll praktisch, dass Sparks dir das mal anzeigt. Also konnten sie wenigstens sagen, so, wir gestalten das ganze Level einfach schöner. Ohne dass du Angst haben musst, dass du irgendwo was verpasst. Die Dinger finde ich aber echt cool. Sowas möchte ich irgendwann in meiner Wohnung haben. Laserbritzeln. Alter, guckt euch die mal an, ey. Taserface. Taserface. Das ist genauso. Ey, what the fuck? Willkommen zurück, Kira. Weil es macht jetzt den ersten Teil um einiges leichter, aber auch schöner. Ting, 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 tang. Wenn Sparks irgendwie so seinen eigenen Willen entwickelt mittlerweile. Schlimm mit dem Dude. Stimmt, ist das so eine Spezial-KI? So eine Spezial-KI für. Nur für Sparks. Ja, natürlich. Vorsicht, Spyro. Hierzulande haben die Norks die Elektrizität entdeckt. Er wird im Laufe des Spiels immer dümmer. Als. Jetzt schreibt mir Draghi gerade, warte mal. War gut. Was ist denn los? Musst du gleich an dich denken. Merry Christmas. Oh, das ist ein süßes Undertale-Bild. How wholesome. So. Da warum wird er nicht gefritzelt, Dings? Blechdosen. Was im Friesenwesen soll gewesen. Aber. Im Friesenwesen? Der Friesenwesen, genau. Mal gucken, wie ich da durchkomme. So auf jeden Fall nicht. Da steht auch wieder so ein Penner. Ihr könnt auch ruhig mal aufhören, euer Elektrostäbchen zu rocken. Das ist, ne? Sordele. Funktioniert doch. Cyprin?
Oh, wow. Sehr gut, Spyro. Eines Tages kannst du allen Drachen von deinen spannenden Abenteuern erzählen. Oh ja. Kann am Samstag Angel richtig knuddeln. Dann tu das. Please do it. Ja, klingt ein bisschen wie Murlocs irgendwie, fällt mir jetzt mal so nebenbei auf. Wie Murloc. Noch ein Leben. All diese Leben gehen nachher bei Treetops flöten. Da geht nachher jedes einzelne Leben flöten. Gott, gibt das hier viel Zeug. Ein bisschen laggy hier. Ich meine, irgendwie haben sie bei Sparks so mit der KI so ein bisschen rumgenudelt. Ich weiß nicht, es ist irgendwo merkwürdig. Manchmal will er einfach nicht. Ich meine, ich kann es ihm nicht verübeln. Stell mal vor, ihr müsstet, euer Job wäre wirklich den ganzen Tag nur dumm Schmetterlinge fressen und ne, so irgendeinem so Spastendrachen einfach die ganze Zeit nur Edelsteine vorbeibringen, mit denen er sowieso nichts anfangen kann. Because he's a fucking dragon. Steckt sich das viel, die Dinger überhaupt hin? Keine Ahnung. Chaos, Chaos. Chaos, Chaos. Echo, danke für die Bits. Au. Danke für die ganzen Kappas vor allem. That's a lot of Kappas. That's a lot of Kappa. Ja, aber... Ah, doch, hier hatte gerade wirklich ein bisschen Lag tatsächlich. Aber an manchen Stellen ist auch die Framerate ein bisschen weird. Ach, wirklich? Wegen... Ne, ist echt so. Irgendwo an manchen Stellen ist die Framerate ein bisschen weird, aber... Ja. Das hast du bis jetzt alles... Bislang habe ich alles 100%. Bisher. Ja, wie gesagt, Treetops kommt noch. Au. Das Level wird noch abfuck genug. Warum größeres Glas? Es ist endlich in New Jersey. Es ist in New Jersey. Ja, es ist jetzt nicht mehr New York, es ist jetzt in New Jersey. Es war noch niemals in New York. Es war noch niemals in Dubai. Was auch immer. Ja, das hat dieses Mal so lang gebraucht, um nach Amerika jetzt zu meiner Freundin zu kommen. In zerfickten Jeans. Das Paket müsste jetzt, wie gesagt, die nächsten Tage bei ihr ankommen. Weil sonst war das immer schon nach einem Monat da. Er ist ja schon der zweite Monat, wo das unterwegs ist. Boah, ja, das ist, das ist schon ein ziemlicher Schritt. Ja. Ah, genau. Okay, warte, wo ist jetzt die andere Rakete? Da. Oh, ich brauche noch eine dritte? Map. Ich stell mal echt vor, auf einmal spielt das Ding dieses hier von... Ja, ne, ab... Worte. Hä, wo ist denn die? Da fehlt ja noch eine. Ich hab dir den Rest in eine Dose gepackt für morgen die Arbeit. Oh. Ich hol mir erstmal das Zeug hier. Steht halt noch draußen, weil es halt noch warm ist. Damit das nicht siffig wird. Ja, ich will halt nur noch nicht den Deckel drauf packen. Ja. 2022. Nee, 32. Tut mir leid. Du gehst gerade in die Küche. Ich fand den Fisch geklemmt. Lass mal ein paar Parmesan. Ich weiß, ich muss noch den Platz frei rein.
irgendwann keinen Bock mehr aufzuräumen. Aber ich kann halt nicht... an sich ist das, was ich hier habe. Also, was ich schon ausgewählt habe, ist an sich schon das eigentlich größte Glas. By the way, fuck you, Spyro. Fuckhead. Ja, aber gerade das jetzt hier, ich streame jetzt seit 3,5 Stunden und mein PC stürzt nicht ab. Also ich glaube, ich kann jetzt mittlerweile echt sicher sagen, dass diese Probleme an meiner Grafikkarte lagen, beziehungsweise am Treiber. Und das habe ich dem Ganzen jetzt ausgetrieben. Keiner will mich dafür schlagen? Okay, gut. Finde ich okay. Wo ist diese vermaledeite Rakete? Das wird nicht passieren. Bin ich irgendwo dämlich gerade? Ich werde mich aber erst noch mit auseinandersetzen. Beziehungsweise... Das ist das Problem. Mag mir mal einer sagen, wo die letzte Rakete ist, die mir fehlt? Für die Truhe da hinten? Ich finde die gerade nicht. Eine Rakete für eine Truhe? Ja. Also man schickt immer so Raketen los und die ist da unten. Die liegt hier einfach auf dem Boden. Oh. Yay! Geht doch! Level abgeschlossen! Ja! Aber ich glaube, ich mache das Spiel heute nicht noch durch, weil das wird mir auch zu lang. Zumal Kesu hat, glaube ich, morgen Frühschule, das heißt, sie geht etwas früher pennen. Bloß ich will Wrestling gucken nachher noch. Und Wrestling ist, ne, ist most important. Mucho grande. Wrestling ist Leben. Du bist aber auch etwas öfter mein Kind. Nee, ohne Scheiß, seitdem ich jetzt Pro7 Max habe, gucke ich wieder häufiger Fernsehen. Und sogar gerne Fernsehen. Weil da läuft sogar tatsächlich manchmal gutes Zeug. Wie letztens halt John Wick. Und John Wick ist, wie ich jetzt finde, ein ziemlich geiler Film. Aber nee, kannst du dann morgen da oben. John Sick. Zusammen mit seinem Bruder John Fick. Und den Dick. Den Pornodarsteller John Fick. Vom Producer von John Dick. John Dick. Und gesponsert von der Baufirma John Brick. Hört immer auf, schlechte Wortwitze zu machen. Demnächst auch auf dem Online-Portal John Click. Und sollten Sie sich dabei schlecht fühlen, gehen Sie am besten zu John Sick. Ansonsten gehen Sie zu Ihrem Dr. John Rick. Meinst du, sie haben auch irgendwie einen Bruder, zu dem sie gehen, wenn sie irgendwas umgeschmissen haben brauchen? Den nennen sie dann John Flick? Ja, und die Buchführung übernimmt John Blick. Der überblickt das Ganze denn, oder was? Natürlich. Oh, nee. Nee, John Dick ist halt... Nee, das ist halt, der hat seine eigene McDonald's-Kette. Also, er bildet auch das ganze Personal aus, also Qualität. Pure ist mal total nett. Und wenn sie mal wen brauchen, der Tontechniker ist, dann gehen sie zu John Mick. Dieser Frösche. Wieso sieht jetzt auf einmal alles aus wie ein Murloc? Es sind Murloc. Es ist Murloc. Alles ist Nana. Wieso ist Nana jetzt ein Murloc bei dir? Ich weiß nicht. John Lick, der Perverse. Und für die Sparkasse haben wir John Brick. Er baut dir den Weg. Ja, eben. Wenn's um Geld geht, John Brick. Und wenn sie mal wen für Martial Arts Unterricht brauchen, gehen sie zu John Kick.
Der liebt es, Leute zu treten. Ein Fußballer. Gemein gefährlich. Kampf? Oh Gott, ich bin gerade im Krabbenkostüm. Das war mal so ein friedlicher Sumpf. Das war mal so ein friedlicher Sumpf. Da kam John Fick und hat gesagt so, nö. Oh. Wie viele Johns kann es wohl noch geben? Naja, wenn du eine Party gibst, dann rufst du einfach John Depp. John Depp! Oh, fuck. Und wenn du mal jemanden brauchst, der ein bisschen taktischer an die Sache rangeht, dann holst du einfach Jean-Luc. Das ist der französische Halbbruder. Oder Badass William Dafoe. Ich meine, sorry, aber der Film hat es geschafft, dass der Typ erst endlich mal Badass ist und nicht... Alter, ich werde hier gerade zu Tode gekombot! Was war das denn? Erstmal voll die Death-Combo. Konnte nichts tun. There's nothing I could do. Oh. Ja, damit gehe ich direkt wieder zu John Pick. Der sucht sich das aus und denkt sich, nö. Ja, Willem Dafoe, der Typ, der den Goblin in Spider-Man gespielt hat und was hat er noch gespielt? Nennen wir für Willem Dafoe mal noch vernünftige Rollen, wo er... Ja, außer Death Note. Also ich suche gerade eine... Rollen, wo er nicht schrecklich drin war. Das ist schwierig. Normalerweise müsste ich irgendwie so ein jetzt Google fragen. Google, such mir Rollen von Willem Dafoe, wo er nicht scheiße war. Und Google sagt dann nicht. Ich bin der Scheiße, du Kackbun. Ich bin ein Computer. Ich finde nichts scheiße. Lang lebe John Pick. Und auf einmal fängt Google an zu... Aquaman spielt er. Aquaman? Echt? Ja. Spider-Man. Ich habe mich einfach mal William Dafoe einfach einmal eingegeben. Alter. Eternity, Platoon, der blutige Pfad Gottes, Florida Project, Antichrist, der englische Patient, findet Nemo. Dieser eine Typ in Beyond Two Souls. John Wick... Leben und Sterben in L.A., das hört sich an den Arthouse-Film. Echt mal? Grand Budapest, Mississippi Burning, Mord im Orient Express, das ist eigentlich auch nicht ein schlechter Film. Okay. Death Note, Letzte Versuchung, The Hunter, Justice League, Wild at Heart, American Psycho, Straßen in Flammen, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, John Klingt Carter. Auch wie ein Arthouse-Film. Nee, das ist ein Film über... sozusagen eine Buchverfilmung über Krebs. Natürlich ich mag Krebs, so. What happened to Monday? Shadow of a Vampire. Er kam nach Sonntag. Ich weiß, was mit Montag passiert ist. Es wurde abgeschlachtet von Dienstag. Die Tiefseetaucher, Speed 2. Ich glaube, ich sitze hier Body of Evidence, das Kartell, das wie Spider-Man. Ich weiß noch, damals. Ich muss los. Du weißt schon, diese Filmreihe, wo er nach dem ersten noch als Flashback auftauchte und schlechter Effekt. Also Spider-Man 2. Ich hab Sparks gar nicht. Nice, so unsichtbare Mauer. What the frick? Aber ja, wenn ihr halt YouTube-Klicks kaufen wollt, dann geht ihr halt zu John Click. So. Ich glaube, wir haben jetzt genug John Wick-Jokes gehabt, oder? Meinst du, es gibt genug? Nein. So. Ich bin aber auch der Meinung, es gibt niemals genug. Hey Flo! Also Internetschwierigkeiten oder was? Weil du meinst, du kannst jetzt in Qualität gucken. Weil ich möchte. So, wieder da.
Baby. So, unsichtbare Mauer, lass mich in Ruhe. Dankeschön. So. Weiter im Text. Es gibt nie genug John Wick. Ja, das stimmt allerdings. Ich muss unbedingt den zweiten mal gucken. John Zick, der Nervtöten. Ja, der ist immer so zickig, ey. Ah, John Zick. Der zickt immer so. So, jetzt fällt mir aber wirklich nichts mehr ein, was ich auf John Wick reim. Jetzt bin ich echt, jetzt bin ich am Ende. Tja, das ist dann wohl Zeit für John Wick. Danke, dass du mich befreit hast. John Wick vom Fenster. Er macht immer so die Endcard. Der macht die Endcards, ja. Oder wenn du in einem Restaurant sitzt und endlich deine die Rechnung haben willst, dann rufst du John Shack. Lol. Nicht zu verwechseln mit seinem Halbbruder Barshack. Barshack? Ja, Bibi, um das kurz aufzuklären, wir machen hier im Grunde, wir kopieren technisch gesehen einen Mega Man Game Grumps Joke. Also, ja. Okay. They call Mashman. Oh lol. Stashman. Was ist noch die Nummer von Stashman? Ja, Miss Bell, danke für die Bits. Und zum Grillen John Speck. Ja, und als Beilage John Beck. Hashtag Charity. Ach, Hashtag Charity. Ja, Flo, vielen Dank für die Bits und natürlich auch, dass du da Hashtag Charity benutzt hast. Stampf auf sie drauf und mach sie platt. Hashtag Charity? Ja, aktuell alles, was an, also wenn du es mit Hashtag Charity machst, wird ein Prozentsatz, ich glaube 20% von dem Bits, von der Bitsumme wird an Direct Relief gespendet. Ah. Das ist eine Aktion von Twitch. Also immer schön Hashtag Charity, Leute. Ach ja, Charity. Macht's wieder John. John gibt. John gib. Nicht so wie sein Bruder John nimm. Das ist ein Riesenarschloch. Wieso dann immer dieser Typ, der immer seine Spende zurückzieht. John Trick. Funktioniert das? Bestimmt nur mit John mit. Mal an, ey. Spark sieht echt irgendwo ekelhaft aus, sorry. Ja. Was erwartest du von so einer genuin mutierten Libelle? Sparks, more like John R. John Marx. Schön, I missed everything. John Miss. Jetzt sein neuer Hund, John Bark. Und sein Lieblingsmesser ist John Cena! Ah, oh, das ist schön. Mann, das auch alle mitmachen, oder wie? Ja. I am Super Mario and I am hearing you. Ach komm, das gönn ich mir jetzt mal. Fehlt mir denn? Wo fehlt mir denn? Gott, langsam werde ich hungrig. Erstmal zum Metzgermeister John Wiener. Lol. John Wien. Wo fehlen mir jetzt? Wie viel? 200? Game and Watch. Mr. Game and Fuck. Game and Cock. Mr. John and Wick.
Und sein deutscher Schwager, Vic Blau. Vic Blau. Gibt's denn auch Vic Grün? Nee, das ist dann John Blau. Also entweder suche ich jetzt gerade Heilung, damit Sparks mir zeigen kann, wo die restlichen Edelsteine sind. Oder ich suche gleich einen schnellen Tod. Eins von beiden. Ey, what the fuck? Wo ist denn der Rest jetzt? Ach komm, weißt du was? I choose death. Wenn du was an den Augen hast, gehst du zu John Blick. Wow. Aber John Schick und John Slick sind Mode- und Friseur-Duo. Und lass mich raten, John Kick ist ein Karate-Lehrer. Ja, den hatte ich gerade schon. John Kick ist toll. Der macht echt einen guten Job. Er hat nur so die Macke, er tritt gern Leute. Well. Und wenn du dir mal einen schönen Anzug brauchst, gehst du einfach zu Johns Schick. Ja, John Schick. Oder bist du mal krank, ist es zu John Zick. Der hatten wir auch. Wenn du ins Bordell gehst, für ein Bordell gehst du einfach nach John Fick. Boah, schöne Legs. Ja. Das ist das Job von John Legs. Wo habe ich da was vergessen? Die Richtung? Echt? Was habe ich da vergessen? Da oben auf dem Baum, jetzt sehe ich's. Auf der ollen Tulpe da. Selber Tulpe. Selber Betunig. Eine Näherei, John Strick. Vor allem Näherei, Stricken. Ja, John Strick. Das ist aber, könnte aber auch ein Selbstmordhelfer sein. Naja, gut. Also, wenn du dir aus was in die Pulsadern aufschneidest, gehst du zu John Stick. Zu John Schnitt? Nee, Stick. Ja, das ist der näht alles wieder zu. Ah, natürlich. Aber ja, John Schnitt, also wenn du unbedingt Selbstmord willst, ne? Und im Internet heißt er John Click, genau. So einfach ist das. Wenn du Views brauchst, gehst du immer zu John Click. Was meint ihr, wo PewDiePie seine ganzen Views her hat? Der geht immer zu John Click. So. Gerade Geld ausgeben, damit, gerade in Ordnung finden, weil, für ein Regal. Ja, Regal ist gut. Das ist eine gute Geldmaßnahme. Ja, habe ich jetzt 70 Euro für ausgegeben. Für ein Regal? Ja. Was ist denn für ein Regal? Großes. So ein großes Fächerregal mit 16 Fächern drin. Ja gut, ich sag mir mal, gut, es reicht ein Billo-Regal, ein Bilbo-Regal. Na, ich will eins haben, was ich sozusagen bei mir halt in den Flur hier reinstellen kann, als Sichtschutz. Weil zu mir, zum Rechner hin. Ja gut, ja. Oder wenn man gern puzzelt, dann geht man halt zu John Jig. Oder der Trickster. Nee, wenn du die Uhrzeit brauchst, John Trick. Oh nein, jetzt sind wir bei Treetops. Oh nee, hier werden jetzt alle Leben flöten gehen. All meine Leben, die gehen jetzt hier davon. Lasse alle Hoffnungen fahren. Nein! What? Fuck. Ist gut. I fucked up. You fucked up? Yes. Mark 2702. Oh, hör auf, Alter. Ey, ich dachte erst, der will einen verarschen, aber der kommt dann mit seinem scheiß Tesla da an. Ich dachte, jetzt geht's los.
Gaben.com, Gaben.com. Alter, Isabel! Wie redest du denn mit dem armen Ding? Tritt mir gerade ins Gesicht, das ist los! Tritt zurück! Ja, wenn du so drüber ragen musst, verdient! Ich trete auch mal ins Gesicht den Kuchen, was du sagst. Jetzt kommt der Spruch, du musst erstmal ankommen, ich bin hoch. Ich bin hoch! Ich erst sowas wie Respekt, dass du so hochgekommen bist. Ich sehe gerade mal, ich check gerade mein Kontostand. Auf einmal kommt ein Kopf bei Rikos Gear. Wann habe ich bei meinem eigenen Resident Evil Kopfball gekauft? Was ich für einen Job habe, ich habe jetzt einen Job. Und schön. Hoffentlich. Oder nee, nicht diesen Job. Nee, also technisch gesehen ist es Bäckerei-Fachverkäufer jetzt. Nur halt der Job ist halt 5 Minuten von mir zu Hause. Also super Chill-Zone. Mhm. Und wir hören es und schicken nur John Nickt vor. John Nickt? Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden, das bedeutet John Nickt. Mhm. Tatsächlich keine Meinung. Dafür würde ich John Nickt schicken. Für den sowieso. Den kannst du aber immer schicken. Der macht seinen Job immer gut. Ja, da macht auch immer so dieses Kanalkonzept von diesen ganzen Beauty-Tusen. John schminkt. Nee, John nix. Das Kanalkonzept von jeder Beauty-Tante. Ach so. Ein anderes Level sieht man heute nicht mehr. Ja, befürchte ich leider aber auch. Retrops könnte funky werden. Aber mal gucken. Mal schauen, wie ich mich hier anstelle und ob Sparks weiterhin seine Arbeit verweigert. Wie so ein Bahnmitarbeiter. Das Nervigste ist halt, du musst immer mit dem Turbo hier überall durch und dann die Kisten abrasieren. Das ist das Problem. Die war es dann John Sick, genau. Immer nur am Rumpitschen. Das ist richtig schrecklich mit dem. Mal gucken hier. Das könnte jetzt hier ein bisschen dauern. Vor allem hier wieder rauskriegen, wo du wann mit welchem Turbo hin musst, ist tricky. Aber das ist so eigentlich das einzige Level, wo ich mir gesagt habe, so ja, das könnte ein bisschen ekelhaft werden. Aber wenn wir das geschafft haben, sind wir im Grün. Hey, was war das denn für Sick Shit, was? Sick Shit! Ich bin einfach explodiert! Passiert mir ständig! Wahrscheinlich war Isabel daran auch schuld, ne? Nein! Was auch Folgendes ist passiert! Ich nehme so eine Sticky Bomb auf. Will das gerade Snake an den Kopf werfen. So, ich renn quasi Fehler. Auf. Du versuchst so, Snake eine Bombe an den Kopf zu werfen. Bist du besoffen? Was spielst du gerade, Vivi? Das neue Smash Bros. Schmisch. So, und pass auf, Folgendes passiert. Ich renne halt auf ihn zu mit dieser Sticky Bomb. So, und denk mir nichts Böses. Und dann, normalerweise war der Plan, ich renne ein bisschen näher ran, weil du kannst ja Gegenstände nicht ewig weit wegwerfen. So, und dann wollte ich das Ding werfen und das ihn halt in den Kopf ballern. Kurz bevor ich es allerdings werfen konnte, und es lag nicht an der Bombe, die ich hatte, plötzlich kriege ich den Bildschirm nach dem Motto, ja, irgendwas fliegt hier gerade in die Luft, das bin nämlich ich. So, und dann sterbe ich einfach und denke mir so, jo. Ja, natürlich lag es an der Bombe. Hallo, du rennst mit einer Bombe auf Snake zu, die hat Angst. Nein, ich hatte die Bombe, als irgendwas explodiert ist, hatte ich die Bombe ja noch in der Hand. Und es war nicht die Bombe. Ja, die Bombe hat einfach zu viel Respekt vor Snake. Das ist Chuck Norris Prinzip. Die Bombe sprengt nicht Snake, Snake sprengt die Bombe. Oh, genau. Snake. Da erinnerst du mich gerade an was wohl. Oh je. Wenn es so anfängst. Komm her, Controller. Snake. Was macht er?
Quelle. Ja, Resident Evil 2 wurde gestern gekauft. Ich will das spielen. Darfst du aber noch nicht. Ich weiß. Oh, was machst du jetzt, großes Mädchen? Darf keiner von uns weinen. Hey, weißt du was? Die beiden überleben. Ich weiß. Jetzt habe ich dir das Spiel ruiniert. Total. Oh. Total. Du hast mir das so hart ruiniert, Holt. Ich hasse dich abgrundtief. Ich will dich jetzt sterben sehen. Ich komme auf jeden Fall die nächsten Tage bei dir vorbei und bring dich um. Danke, danke. Ich bin jeden Abend hier. Kommen Sie gerne wieder. Fuck. Bring's genau so aus. Also auf Ihr dich. Haus. Warum keiner von uns Resi 2 spielen darf, weil Capcom uns nicht lieb hat. Vor allem darf. Ja, kann. Shit's not even done yet. Na, das Spiel wird schon fertig sein. Ja, gut. Das Spiel wird schon fertig sein. Na, fertig ist es. Jetzt müssen sie halt noch Bugs-Fixing betreiben, bisschen Performance-Gedönse. Bisschen auf die Fans hören, bisschen Sachen mal hier umändern, dort umändern. Ich meine, ich schaff's aktuell, Dings like Nero like Dings Spoiler zu umgehen hier DMC5. Ich auch. Und das Schlimme ist, einer in meiner Abo-Liste macht da immer Videos und ich sehe mir immer so, Alter, halt die Fresse, ich will das nicht. Geh weg. Lalala, dich gibt's gar nicht. Maximilian, ich mag deine Videos, aber meine Güte, ich don't, I don't want. Oh fuck. Ich freue mich aber schon auf das Remake von Resi 2. Das wird lustig. Wow! Das ist schon mal ein Problem von der Liste. So, ich glaube, mir fehlt noch was, ne? Ja, mir fehlen noch 100 Edelsteine. Oh boy, das kann sich hier nur um Stunden handeln, Kinders. Och, nö. Dann haben wir schon mal das. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an den Rest ran? Nervt auch immer so gering, dass du halt immer das halbe Level immer neu machen musst für den Blödsinn. Hast du das Ei jetzt bekommen? Da gab's kein Ei für. Der hat dir nur Geld gegeben. All I want for Christmas is Geld. Is Chris. Da. Ne, warte, das bringt ja gar nichts. Hä? Da in dem Loch? Ja, einen anderen Weg gibt's da. Kann ich das von da machen? Von der Rampe da? Da rein? Ich sehe da jetzt nicht irgendwie eine andere Rampe, wo das nützlich wäre. Scheiße, den ganzen Weg gibt's ja auch noch. Ich geh erstmal da hin nochmal zurück. Ja. Das war das. Das war chill. Das ist Netflix and chill. Okay, hier ist ein guter Checkpoint gerade. Das ist nice. Da muss ich irgendwie hin. Kann ich einfach. Könnte risky werden. Dann fehle ich schon chill. Nope, das ist nicht ansatzweise genug. Ich brauche dafür eine doppelte Dosis. Noch mehr chill. Noch mehr chill. John chill. John chillt. Warte mal, das heißt, ich muss also quasi mit Turbo dahin. Und dann da an die Rampe, I guess. Das Schlimme ist, ich weiß jetzt die Route nicht. Und das ist dann ein ziemliches Try and Error. Selbst ich brauche den Tutorial. Ich versuch's einfach mal. Es sei denn, Spyro hat Selbstmordgedanken. Das geht natürlich auch.
Alter, wer macht gerade diese ekligen Schmatschgeräusche? Also muss ich... Also jetzt nur mal so, ich muss quasi von der Rampe zu der da hinten, ne? Und dann quasi weiter. Ich versuch das jetzt einfach mal. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das kann ich mir in die Haare schmieren. Bin ich jetzt hier fest? Bisschen. 40. Probier das mal nochmal so aus. Warte mal. Dann mit Turbo. Oh, guck mal, das ist ja schon fast. Das ist ja free. Das machen wir doch mal schnell. Das ist ja free. Free? Free? Okay. Okay. Nee, von hier aus komme ich nicht weiter. Das ist Blödsinn. Da wurde Metal Gear Solid auf einmal zu Abenteuer auf dem Reiterhof. Abenteuer auf dem Metal Gear, was? Da, wo du gerade bist, ist eine Rampe rechts. Bei der ersten... Warte mal. Meinst aber nicht da, ne? Das da? Da komme ich doch nicht hin. Weil von da aus komme ich ja nicht wirklich weiter. Weiter rechts, also... Ja, also die da. Das heißt, ich soll von der hier denn da rüber. Das heißt, ich muss also hier runter quasi abspringen und dann ganz scharf instant rechts zu dem Turm da. Weil noch weiter rechts geht nur wieder zurück. Das wäre ja... Aber das kleine Holzrämpchen. Du stehst vor der rechten Rampe. Das hier? Das Ding hier? Das Ding hier? Hier ist mal ja nischt. So, ja. Das ist die Ausgangsposition. Die brauche ich quasi zum Ende hin. Aber ich muss ja erstmal hier hinkommen. Oh, du bist in dem Level. Ja, Treetops. Das heißt, das ist hier die Endstation. Das ist hier quasi von hier und dann darüber. Das macht Sinn. Mit vollem Boost drauf. Ergo, ich muss die Rampe hier nehmen. Dann darüber. Und dann weitersehen. Soll ich das Tutorial senden? Nee, noch nicht. Ich möchte es erstmal. Ich hab noch genug Leben. Ich möchte es erstmal so probieren. Ich habe ja jetzt eine Ausgangsposition. Aber ich nehme mal gut Platz. Oh, ist der Schuschmann gut oder ist er gut? Oh. Ja, wenn man weiß, was man machen muss, geht das eigentlich. Aber wenn man nicht weiß, wie man das machen muss, ist das schwierig. Lau. Krass, Jack hat dafür ein Tutorial gebraucht. Das war der Hammer, Spyro. Jetzt haben es mir gerade Kira und Draghi erklärt, also... Naja, ach so, okay. Einen leichteren Ort zum Festsitzen suchen können. Also ich wusste, dass ich hier hin muss, aber... Ne? Ja, ich hab alles. Level complete? Level complete. Nur... Okay, es ist an sich simpler, als es eigentlich scheint. Muss ich jetzt mal sagen. Es ist simpler, als es, ne? John nickt. Kriege ich irgendwann ein Emote, wo einfach nur John nickt? By the way, die Plattformen sind echt scheiße, ey, in diesem Spiel. Oh Mann, was ist denn das? Nee, nicht drei Chinesen mit einem Kontrabass. Drei Chinesen mit einem Kontrabass. Oh, Alter. Ich weiß, ich könnte das Level einfach beenden, aber ich traue dem Spiel nicht. Nicht seit dem Gesoß am Anfang. Wird das jetzt ein Meme mit euch? Jedes Mal, wenn jetzt irgendwas Cooles passiert, ist einfach nur John nickt. Weil wenn ja, das wäre ein schönes Meme. Das gefällt mir.
Können auch als Nemo einfach nur in der Gegend rumsteht und irgendwo hingauft. John blickt. John blinkt. Donkey Kong, oh nein, Hilfe. Bitte töte mich nicht. Ich bin ganz lieb. Ja, wenn ihr beide nicht gewesen wärt, dann hätten wir in dem Level noch ziemlich lange gesessen. Nee, Treetops ist ja... Ich meine, das Level ist generell infamous dafür, so ziemlich nervtötend zu sein. Aber ich sag mal so, wenn du hier jetzt weißt, es ist weniger schlimm als im Original. Also im Original fand ich es persönlich schlimmer. So, warte mal, fehlt jetzt nur noch Metalhead hier? Ich glaube, es fehlt hier nur noch Metalhead. Immer auf die armen Metalheads. Weil deswegen... Ich guck mal, warte mal. Metallköpfe. Ja, weil Metalhead ist, so ist der Boss der Welt. Weil da würde ich sagen, ich mach das noch fertig. Also ich mach die Welt noch fertig. Ja, es fehlt nur noch Metalhead. Er will doch nur Headbang. Ja, wisst ihr Leute, wir machen jetzt auch Metalhead und dann ist gut für heute. Ja, irgendwann hätte ich sowieso angefangen, das Ganze rückwärts anzugehen. Oder einfach blindlings rumzuprobieren. Aber an sich ist es ja eigentlich simpel. Von einer Rampe, denn du hältst dich einmal rechts immer nur. Du driftest einfach mega krass rechts. Mehr machst du ja eigentlich nicht. Also wenn man jetzt... Hi. Wenn man weiß, was man tut, ist es eigentlich voll simpel. Aber da erstmal drauf kommen. Gerade halt, wenn jede Kurve tot bedeutet. Alter, was werfen die für gigantische Bananen? Magernaners. Aber wie würde ein John-Nicked-Emote wohl aussehen? Jetzt ohne Scheiß, das interessiert mich jetzt irgendwie. Naja, er nickt. Na, was hast du so für Emotes in deinem Stream? Ich hab John nickt. Oh, oh, oh. Nein! Doch. Oh, dieses scheiß Item. Oh mein Gott. Weißt du, das ist ein Grund... Eigentlich ist das der einzige Grund, warum ich gern Twitch-Partner wäre. Einfach mehr Emotes einstellen können. Wäre so cool. Dann könnte man jetzt sagen, komm, wir machen ein John-Nicked-Emote. John-Nick-Wackelkopf. So, nee, jetzt mal, wenn einer spendet, John schickt. John schickt. Das Emote würden wir dann John Not eingeben. Oder John Tron. John Tron. Aber doch, also so langsam kriege ich den Dreh raus hier mit dem Spiel. Ja, Combo Breaker. Ich werde immer ge-Combo Breakert in diesem Spiel. Weißt du, kommt ein so ein Vieh an, bolzt dich irgendwo runter und du stirbst. Affenficker. Hey, du Bananen-Arschloch! Boah, wie stimmt das eigentlich, dass es in Smash eine Bananenkanone gibt? In Ultimate? Ich glaube ja. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen, aber ich meine, es wurde mehrmals erwähnt, dass es eine gibt. Lol. Sakurai. Du Fool. Sakurai. Sakurai. Foolish Sakurai. Foolish Sakurai. Wielding a magic Kirby. Oh, Alter. You're playing Kirby's fanfiction. Foolish Sakurai, your Kirby suck like a samurai. Wieso habe ich bisher nur einen blauen Geist? Das ist doch scheiße. Wieso stelle ich mir das gerade wirklich vor, so nach dem Motto,
Leute, Sakurai meint so, ja, sämtliche DLCs sind cancelled und die Fanbase so, foolish Sakurai! We want DLC, extra sick. Metallkopf ist ganz gespannt, dich zu treffen. Greif die Strommasten an, um seine Stromversorgung zu unterbrechen. Bist du schlecht? Weißt du, das kannst du jetzt so nicht also, sagen. Also, Vivi, das finde ich nicht fair. Weißt du, dieser Drache gibt mir einfach mal Tipps und du so, bist du schlecht? Das lag nicht am Drachen. Natürlich lag's nie am Drachen. Nee, ich bin gerade dieser typische Smash-Fight, der einfach. Ja gut, du haust ja auch Isabel aufs Maul, also. Ja, echt mal, weißt du. Nein, ich bin so dieser Typ, der die ganze Zeit runter B spammt. Ah, du spielst Pikachu. Nee. Weißt du, jemand, der Isabel aufs Maul haut, der zündet auch kleine Katzenbabys an. Mhm. Ja, dann soll sie auch für mich zu hauen, dann höre ich auch auf, sie zu hauen. Weißt du, das erinnert mich denn nur wieder an dieses Lied. Ich red Französisch, aber red weiter. Ich verstehe kein Wort von dem, was du laberst. Ach so, je ne parle pas français. Ja. Ich habe das zu meiner Mutter schon gesagt, als das mal im Radio lief. Wie bescheuert das Lied eigentlich ist. Weißt du, wahrscheinlich erzählt er ihr einfach, 30 Katzenbabys vergewaltigt, allein diesen Morgen. Oder er liest ihr einfach seine Einkaufsliste vor. Yes. Das sieht eigentlich ziemlich catchy. Man stellt dir mal vor, er liest einfach nur so seine Einkaufsliste vor. Ja, heute hole ich noch Milch. Oh, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Ich wollte auch noch Milch holen, also. Ja, Cornflakes waren alle. Katze hat auch wieder das Klo zugeschissen. Ja, alles ja. Voll mit Stuhl. Hat halt ein flotten Auto, ne? Falsches Tierfutter, ne? Muss man halt mal gucken, ne? Kann man halt nichts machen. Und immer ganz wichtig, dreimal abspülen und noch den Popo mit Feuchtpapier abwischen. Oh, nur um sicher zu gehen. Ja, erzähl mir mehr. Und er dann irgendwann so, du bist echt merkwürdig, weißt du das? Das mag ich so an dir. Egal, was man dir erzählt, du bist total fasziniert. Du bist echt leicht zu faszinieren, Frau. Kann ich mal bitte auf Smash weiter freispielen, die ich kann? Ach komm, ich renn da jetzt rein. Weil ich's kann. Oh, höre ich da irgendwo in der Ferne einen Leroy Jenkins? Oh ja. Leroy Jenkins! Ja, ein Big Boss Leroy Jenkins. Diese Plattform. Vor allem manchmal springt er denn hoch und dann ist gut, aber manchmal denkt sich Spyro so, nee. Oh Mensch. So. 80! Ich frage mich, ob es auch einen John Blanking gibt. Wieso? War mal eine sehr beliebte Sportart. Oh Gott. John Stank. John Standing. I'm John nur. Standing, better than I. It's an enemy John. It's an enemy John. Alle haben nur einen Stand, du hast einen John. Oh Gott. Auf YouTube gibt es John Pranked. Oh nö. Ich glaube, der wird dann die ganze Zeit verdroschen von John Spanked. Oh nein. John Blank ist für Yaoi Girls unter uns. Und in der ESL haben wir John Ranked. LOL! John Ranked! Der Typ ist Platin. Der Typ ist Platin, ja. Weißt du, er will mal Challenger werden, aber er rankt, deswegen ist es John Ranked. Wow. Hey, Gesoid, sorry, aber du kommst gerade zum Ende. Ich wollte gleich zum Ende kommen. Ich muss nur mal ganz gerade gucken wegen Speichern, wie das ist. Da brauche ich eine Drachenstatue für, ne? Ja, so kann ich nicht bei ich. Warte mal. Unbelievable. Oh ja, die Viecher, ey. Oh, die sind so merkwürdig. Ja, aber die Welt mache ich dann morgen.
Also generell, jetzt die nächsten Tage gibt's ja sowieso nur Spyro, also gewöhnt euch schon mal dran, immer 17 Uhr geht das los hier. Alter, was seid ihr? Ihr seht so merkwürdig aus. Oh, einen habe ich noch. Okay. League of Legends. John gankt. John gankt. Ja, speichert, das ist ein eigenes Team. Das speichert automatisch trotzdem, ich fühle mich dann immer nicht sicher. Oh shit. Willkommen bei den Traumwebern, junger Freund. Sei auf das Unerwartete gefasst. Und oder wenn Wick einfach mal Sombra spielt, John flankt. Die Schergen hier jagst. Na doch. Hi Spyro. Tatsache. Du bist sicher, dass es automatisch speichert hier? Nicht, dass ich morgen die Konsole anmache und auf einmal... Du weißt, du bist dann derjenige, auf den er zeigen wird. Du warst es, Judas. Ja, 71%. Okay, alles gut. 71%, boah. Spiel ist an sich echt... Oh, hör mal lang. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel Prozent habe ich hier jetzt? Beziehungsweise, was fehlt mir denn? Tritt ins Gesicht. Tritt ins Gesicht. Bist du immer noch dabei, die arme Isabel zu verdreschen? Nee, gerade was dir die kommt. Naja, ist ein Affe. Verpass ihm noch einen für mich. Ach so. Zünd seinen haarigen Schwanz an. Ach so, das ist quasi... Sowas ist das, was mir fehlt. Ma. Und immer dran denken, Kinder. In 12 Tagen haben wir Weihnachten. Macht's wie John schenkt. Ja, mein Monster mal schaffen. Was solche Achievements sind, das ist ja Pillepalle. Irgendwas schweres Bein, nee, ne? Ja, 11% ist ja das Easy Platin ist das. Das machen wir auch im Stream. Habe ich jetzt beschlossen. Machen wir morgen. So, ja, wir machen morgen den Spyro Dragon fertig. Je nachdem, wie lange das dauert. Also, so wie es aussieht, müssen wir nochmal so ein paar Nebensachen für die Trophies machen. Aber, ja, sollte eigentlich, glaube ich, kein Problem sein. Die Trilogie dann auf Platin, weil das dürfte schon ganz smexy sein. Das hätte ich schon gerne. Auf jeden Fall. Und noch einen schönen restlichen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder zu mehr Spyro. Und mit ganzen Nüssen und habt ihr nicht gesehen. Euch noch eine gute Nacht und bis morgen. Tschüss. Spülo. Tschüss.